Schulden beim Online-Shopping sind ein immer größeres Problem, besonders bei Millennials. Die Falle Buy Now, Pay Later. Einer der bekanntesten Anbieter des Später-Bezahlen-Prinzips ist der Zahlungsanbieter Klarna. Laut Klarna verwenden 49% der Nutzer die Später-Bezahlen-Funktion. Besonders auf TikTok wird gerade mit dem Hashtag Klarna-Schulden geteilt, wie man sich mit dem Anbieter in die Schuldenfalle geshoppt hat. Denn bei der Ratenzahlung oder Fristenverlängerung fallen Gebühren an und innerhalb weniger Sekunden hat man einen Kredit am Hals. Von der Zahlungserinnerung bis zum Inkassobüro lässt die schwedische Firma nicht viel Zeit vergehen und das kann am Ende richtig teuer werden. Hinzu kommt, dass Kauf- und Rechnungsabbuchung nicht gleichzeitig erfolgen, das heißt, man verliert schneller den Überblick. Konsumschulden durch Klarna sind also ein echtes Problem. Sie können aber natürlich auch bei anderen Pay-Later-Anbietern wie PayPal und Co. aufkommen. Wer leicht den Überblick über seine Finanzen verliert, sollte also besser darauf verzichten oder genau Buch führen.